Hi und herzlich willkommen in der Serie 32 zum Forzathon mit dem Titel Was soll ich fahren? Wir haben die Auswahl zwischen dem 2008er Subaru Impreza BRX STI oder dem Subaru BRZ von 2013, den wir sitzen und fahren sollen. Im zweiten Teil dürfen wir dann 6 Sterne in einer beliebigen Zone erhalten. Im dritten Teil müssen wir dann einfach nur ein Foto von eben diesem Fahrzeug machen, was wir benutzen von den beiden. Und im Kapitel 4 müssen wir dann entweder ein Dirt- oder ein Straßenrennen in eben einem dieser Fahrzeuge gewinnen. Ich habe hierfür den 2008er Impreza WRX STI genommen. Erstes Kapitel ist wie immer abgeschlossen in dem Moment, wo wir uns hineinsetzen. Das zweite Kapitel dann, wie gesagt, 6 Sterne in der Driftzone. Brauchen wir hier eine in der Nähe. So, zum Driften ist der ja genauso geeignet wie jedes andere Fahrzeug auch. Gut, der Heckantrieb BRZ wäre jetzt vielleicht etwas einfacher, besser gewesen, aber wir müssen ja nur ein bisschen chaotisch. So, damit erster Durchlauf. Und dann brauchen wir hier insgesamt eigentlich wie viel für 3 Sterne? 110.000. Dann fahren wir einfach noch ein zweites Mal durch. So, damit zweimal die Driftzone mit 3 Sternen abgeschlossen. Das war dann Kapitel 2. Kapitel 3 ist dann, wir müssen einfach nur ein Foto machen. Das ist ja das Kleinste. Zack. Damit ist Kapitel 3 dann auch schon abgehakt. Und jetzt kommt noch Kapitel 4 und wir gewinnen in diesem Allradfahrzeug ein Dirtrennen. Ich stehe hier gerade bei einem, sehe ich. Das gewinne ich schnell und damit ist dann auch Kapitel 4 gleich abgeschlossen. So, wenn wir das Dirtrennen dann abgeschlossen haben, ist damit natürlich auch Kapitel 4 endgültig abgeschlossen. Und damit war es das für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns bei einem meiner anderen Videos wieder. Vielen Dank, bis dahin. Ciao.